Sohn 2, Exitus Ring 20. Im ganzen Hochtaunuskreis wissen Polizisten, Schutzperson 2 ist Alfred Herrhausen. Eine Ringfahndung nach den Tätern beginnt. Augenzeugen haben einen weißen Kleinwagen am Tatort gesehen. Polizisten kontrollieren jedes Auto, nehmen Personalien auf. Der Fahndungserfolg, den man sich möglicherweise davon verspricht, der ist aus meiner Sicht und auch Erfahrung gleich null. Weil die Täter, entweder fassen wir sie noch in unmittelbarer Nähe, durch mehr oder minder Zufall, oder sie sind weg. Am Tatort versuchen Polizei und BKA Ordnung ins Chaos zu bringen. Journalisten klettern über Absperrbänder. Besonders Dreiste versuchen, über die Kanalisation zum Fahrzeug zu gelangen. Auf der Jagd nach einem Foto vom Opfer, das immer noch auf dem Rücksitz liegt. Auf einmal hat man einen Hubschrauber über dem Sedernweg stehen. Wie kriegen wir den jetzt weg? Also dann Funkruf hier an die Polizeihubschrauber, die ja neben uns standen. Man möge den doch bitte abdrängen. Erste Spurensicherung. Polizisten durchkämmen das Gebüsch entlang der Straße und den angrenzenden Kurpark. Gefunden wurde dann vor allen Dingen der Zündmechanismus, natürlich Reste des Sprengsatzes und ähnliche Dinge. Unter dem Zünder ein Zettel mit dem Logo der Roten Armee-Fraktion. 3 Tage nach dem Anschlag das Bekennerschreiben. Am 30.11.1989 haben wir mit dem Kommando Wolfgang Beer den Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen hingerichtet. Mit einer selbstgebauten Hohlladungsmine haben wir seinen gepanzerten Mercedes gesprengt. Die Nachricht vom Tod des Bankvorstands erschüttert Wirtschaft und Politik. Es ist eine schlimme Sache, dass völlig verführte, politisch völlig verquere, mörderische Quatschköpfe glauben, sie würden irgendjemanden einen Dienst leisten, wenn sie solche hervorragenden Kerle umbringen. Bundeskanzler Kohl verzichtet auf eine geplante Rede, stattdessen eine erste Würdigung. Viele von uns, auch ich, verlieren einen treuen Weggenossen und guten Kameraden und Freund. Ich möchte ihm auch in dieser Stunde des Abschieds, des ersten Abschieds, der ersten Reaktion auf diese furchtbare Tat, ein herzliches Wort des Dankes sagen. Für vieles, was er uns, auch mir gegeben hat, an Freundschaft und an Rat. Im Frankfurter Dom gedenken Kollegen und Freunde des Bankmanagers. Auch über die Deutsche Bank hinaus hatte er großen politischen und wirtschaftlichen Einfluss. Rückblende, 1970. Das Wirtschaftswunder beflügelt die deutsche Industrie. Alfred Herrhausen, 39 Jahre alt und Vorstand der Westfälischen Elektrizitätswerke, wird von der Deutschen Bank angeworben. Die Deutsche Bank damals war etwas ganz anderes als heute für die gesamte Bundesrepublik und für ihr Wirtschaftssystem. Da hätte kein Mensch Nein gesagt. Das war eine Herausforderung, die konnte ein ehrgeiziger Mensch wie Alfred Herrhausen und einer, der was gestalten wollte, auf gar keinen Fall ausschlagen. Es ist die Zeit der Studenten- und Jugendproteste in Deutschland. Demonstrationen gegen die alten Strukturen im ganzen Land. Die alten, verkrusteten Vorgaben, die waren die verstaubten Hochschulen. Wir sind mit allem nicht mehr zufrieden. Die atomare Aufrüstung, ja, die Notstandsgesetze, die durch die Große Koalition entstanden sind. Der Vietnamkrieg nicht zu vergessen. Das war alles so extrem, wo die jungen Leute gesagt haben, nee, das kann's nicht sein. Hier gehen wir auf die Straße. Und nicht nur das. Eine radikale Splittergruppe will mehr und legt 1968 Brandsätze in 2 Frankfurter Kaufhäusern. Die Köpfe hinter den Anschlägen: Gudrun Enslin, Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Die Bader-Meinhof Gruppe, wie sie anfangs hieß, später Bader-Meinhof-Bande, war sozusagen der kriminelle Zweig der 68er-Bewegung. Und
Er wurde ja gar nicht so richtig als kriminell wahrgenommen am Anfang. Es war strafrechtlich behaftete anti-amerikanische Propaganda. So wurde es empfunden. Wird aber zunehmend gewalttätiger. 1972 verübt die Gruppe einen Bombenanschlag auf das US-Quartier in Frankfurt. Am 12. Mai explodieren Sprengsätze bei der Polizei in Augsburg und beim LKA München. 15. Mai. Ein gezielter Anschlag auf Bundesrichter Wolfgang Buddenberg mit einer Autobombe. Erst durch diese gezielten Angriffe auf die Mitglieder der Verfassungsorgane kam die Gefährdung durch die RAF für diese Einzelpersonen. Der Personenschutz hat eigentlich immer auf Attentate erst reagiert. Also in den 70er, 80er Jahren wurde der Personenschutz immer weiter fortentwickelt. Und das war eine Entwicklung, aber immer wieder auf ein Attentat, das passiert ist, also immer eine Reaktion. Das heißt, es hat eben auch lange gebraucht, bis der Personenschutz erstmal professionalisiert wurde. Schlag auf Schlag geht es weiter. Bomben zerstören das Axel-Springer-Gebäude in Hamburg und das Gelände der US-Streitkräfte in Heidelberg. Die Bundesrepublik in Angst. Da wurde man schon mitgenommen, ja. Und insbesondere, wenn wir Fahrzeuge kontrollierten. Irgendwann hatten wir dann die Maschinenpistolen auch. Die wurden dann auch verpflichtend mitzunehmen, ja, dass wir sagen, jede Streife hat die Maschinenpistole und wir sind teilweise, weiß ich noch, auf dem Knie haltend mit der Maschinenpistole gefahren. Ja. Also man war sich da schon bewusst und bei einer Kontrolle war die Maschinenpistole schon so schnell im Einsatz, dass man sagt, wenn der Gegner schießt, ich schieße zuerst. Ende Juni 1972 dann scheint der Terrorismus besiegt. Einer nach dem anderen werden die Mitglieder der Baader-Meinhof-Gruppe verhaftet und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Alfred Herrhausen, damals Vorstandsmitglied der Deutschen Bank in Düsseldorf, verurteilt den Terror aufs Schärfste. Geboren 1930, stammt er aus bürgerlichen Verhältnissen. 1942 wird der herausragende Schüler auf ein Elite-Internat der Nazis in Feldafing geschickt. Und da ist er mit Sicherheit extrem indoktriniert worden. Es gibt Briefe, die nach Hause gehen, in denen das sehr klar zum Ausdruck kommt und nicht negativ, sondern dass man wirklich sieht, wie da von den Erziehern in einem nationalsozialistischen Weltbild gearbeitet wurde an den Schülern. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Jungen von einem Tag auf den anderen sich selbst überlassen. Der 15-jährige Alfred Herrhausen schlägt sich allein und zu Fuß zurück in seine Heimatstadt Essen durch. Ein Schock. Im Internat waren alle Nachrichten über den Krieg von den Schülern ferngehalten worden. Und dann erlebt er diese Desillusionierung nach dem Krieg. Er sieht plötzlich, was alles passiert ist. Er erfährt von den Konzentrationslagern, läuft durch dieses zerstörte Land und erlebt eine solche Erschütterung, worüber er auch Auskunft gegeben hat, wovon es auch Briefe von ihm selbst gibt, die in ihm bewirkt, dass er im Grunde so eine Umwertung vornimmt. Also er hat noch immer im Kopf, ich trage Verantwortung für Deutschland, vielleicht sogar ein bisschen überkandidelt, würden wir heute sagen, aber jetzt mit positivem Anspruch, das wieder gut zu machen, was er erfahren hat. Tanja Langer trifft als Abiturientin bei einer Talkshow auf Alfred Herrhausen. Eigentlich sollten sie und ein Mitschüler sich an der Diskussion beteiligen, aber dazu kommt es nicht. Herrhausen überzieht seine Redezeit. Die Schüler werden anschließend noch zum Essen eingeladen. Nun war das sehr auffällig. Wir waren da mit Abstand die Jüngsten und standen dann in diesem Kreis oder so in der Nähe. Und Alfred Herrhausen sah uns und sagte dann, Mensch, kommt mal näher. Wir wollen noch mal hören, was diese jungen Leute denken über unser Thema. Dem war wahrscheinlich langweilig so. Ja, und dann war das tatsächlich so, dass wir ganz verblüfft waren, dass wir gefragt wurden, aber haben unseren Senf abgegeben. Und offenbar habe ich mich ein bisschen in Fahrt geredet. Und das fand er irgendwie toll und sagte dann am Ende dieses Gesprächs, ich würde gerne wissen, was Sie denken und schreiben Sie mir. Es folgen ein jahrelanger Briefwechsel und persönliche Kontakte, die bis zu Herrhausens Tod bestehen bleiben. Im Laufe der Jahre erfährt Tanja Langer viel über den Bankmanager. Alfred Herrhausen studiert BWL in Köln und steigt 1952 als Direktionsassistent bei der Ruhrgas AG in Essen ein, bei der schon sein Vater gearbeitet hat. 1967 wird er Vorstand der Elektrizitätswerke Westfalen.
Da blieb ein talentierter Manager den Bankleuten auf der anderen Seite eines Verhandlungstisches ganz sicher nicht verborgen. Und so ist dann irgendwann, Ende der 60er Jahre vermutlich, das Angebot an ihn herangetragen worden, in die Deutsche Bank einzusteigen. Und das eben nicht sozusagen von der Pike auf sich hochzuarbeiten, sondern direkt als eine Art Anwärter auf den Vorstand. Sprich einer von 10, 12 wirklich entscheidenden Leuten der Deutschen Bank. In der Bundesrepublik wächst die Anhängerschaft der Roten Armee-Fraktion. Statt sich nach dem Urteil geschlagen zu geben, will die inhaftierte erste Generation ihren Kampf gegen den Staat fortführen. Unterstützung erhält sie von ihren Anwälten und einer wachsenden Anhängerschaft im Untergrund. Es zog wieder die Härte im Strafvollzug ein und hat der Generation in die Hände gespielt, weil die Art und Weise, wie man mit der RAF in der Haft umging, dazu führte, dass die RAF neue Sympathisanten und sogar neue Mitglieder rekrutieren konnte. Brigitte Mohnhaupt, Mitglied der ersten RAF-Generation, übernimmt 1976 die Führung der Terrorgruppe. Schon 1975 gibt es einen ersten Versuch, die RAF-Gefangenen freizupressen, mit einer Geiselnahme in der deutschen Botschaft Stockholm. Der Staat bleibt hart, 2 Geiseln sterben. 1977 wird zu dem Jahr des Terrors. Unbekannte erschießen Generalbundesanwalt Siegfried Buback in seinem Auto. RAF-Terroristen töten einen Kollegen Herrhausens, den Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto. Bei Buback hat man einfach gesehen, dass Personenschützer, die mit im Auto sitzen, einfach nicht effektiv sind, sondern man braucht Begleitfahrzeuge, die vorausfahren oder die auch hinterherfahren, die sozusagen das Umfeld im Blick haben. Und da sind eigentlich die größten Veränderungen passiert. Zunächst einmal in sehr hektischer Art und Weise. Die Anschläge der zweiten RAF-Generation lösen eine fast hysterische Angst aus. Ich habe die Fahndung am eigenen Leibe verspürt. Mein Vater fuhr damals einen BMW und ich durfte manchmal den BMW fahren, als ich so 20 war. Und bin etwas schnell gefahren und geriet in die Polizeikontrolle und wurde aus dem Auto gezogen, auf den Boden gestoßen, verspürte irgendeine Waffe im Kreuz. Es war schon eine sehr aufgeladene Situation. 5. September 1977. Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, ein guter Bekannter Herrhausens, wird entführt. Die Personenschützer werden erschossen und Schleyer vor aller Augen Geisel der RAF. Bundeskanzler Helmut Schmidt beschließt, der Staat ist nicht erpressbar. Die RAF-Terroristen bleiben in Haft. Alfred Herrhausen, gelegentlicher Berater des Bundeskanzlers, geht mit dieser harten Linie konform und hinterlegt ein Schreiben. Ich, der Unterzeichnende Alfred Herrhausen, erkläre, für den Fall meiner Entführung bitte ich auf unverantwortliche Erpressungen, die sich gegen den demokratischen Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland richten, nicht einzugehen. Daran sieht man natürlich, wie die Stimmung zur damaligen Zeit war. Leute wie Herrhausen rechneten damit, dass sie ein großes Risiko eingehen würden, trotz aller Bewachung entführt zu werden. Und Herrhausen wird das ganz gewiss genauso empfunden haben wie damals alle Leute, als unglaubliche Demütigung auch der Person Schleyers. Oktober 1977. Palästinensische Terroristen entführen die Lufthansa-Maschine Landshut, um die RAF zu unterstützen, erschießen Pilot Jürgen Schumann. Nach 5 Tagen Irrflug stürmt die Eliteeinheit GSG 9 das Flugzeug, verhaftet die Entführer und befreit die Geiseln. Als die Landshut in Mogadischu gestürmt war, das kam dann natürlich auch über Funk. Ich hatte zufälligerweise Nachtdienst und weiß noch, ich habe mich im Dienstfahrzeug am Kurhaus in Bad Homburg aufgehalten. Da haben wir Freudenschreie losgelassen, dass die Aktion mit der GSG 9 gut über die Bühne gegangen ist. In der gleichen Nacht begehen die inhaftierten RAF-Terroristen im Gefängnis Selbstmord. Einen Tag später finden Polizisten die Leiche von Hans-Martin Schleyer im Kofferraum eines Autos. Im November 1982 wird Brigitte Mohnhaupt nach 3 Jahren auf der Flucht verhaftet, als sie sich einem Waffenversteck der RAF nähert. 10 RAF-Aussteiger flüchten in die DDR. In der Bundesrepublik kehrt Ruhe ein. Trügerische Ruhe. Solange man weiß, dass es irgendwo noch jemanden gibt, der sozusagen eine Fortsetzungsstory schreibt, solange muss man auch damit rechnen, dass wieder was passiert.
1988 wird Alfred Herrhausen alleiniger Vorstandssprecher der Deutschen Bank und beginnt mit umfassenden internen Umstrukturierungen. 4 Jahre zuvor teilt er sich den Posten noch mit dem dienstälteren Friedrich Wilhelm Christians. Das hat Herrhausen insofern umgekrempelt, als er erstmal das Kollegialprinzip des Vorstandssprecherpostens aufgelöst hat. Es waren nach Abs eben immer 2 Leute gewesen, gerade weil man die auch nicht zu mächtig werden sehen wollte. Und er hat sehr zielstrebig, als er der 2. wurde, dann darauf hingearbeitet, dass in dem Moment, wo derjenige, der länger da auf diesem Posten saß als er, in Ruhestand gehen würde, nur ja keiner nach ihm kommen würde, sodass er diesen Posten nicht zu teilen hatte. Alfred Herrhausen öffnet der Bank die Türen zum internationalen Geschäft. Die Zahl der Mitarbeiter im Ausland verdoppelt sich. Herrhausen treibt die viel kritisierte Umstrukturierung von Daimler-Benz und deren neue Rüstungssparte voran. Er gilt als der mächtigste Bankmanager Deutschlands. Wir sind ein großes Institut und wir versuchen diesen Einfluss, andere Leute nennen das Macht, so anzuwenden, dass es der Wirtschaft und der weiteren Entwicklung der Bundesrepublik förderlich ist. 1987 brüskiert Herrhausen die internationale Bankenwelt, als er sich für einen teilweisen Schuldenerlass der Dritten Welt einsetzt. Die Schuldenkrise bedrohe den Frieden und die gesamte ökonomische Leistungsfähigkeit. Nun war er nicht der Vater Teresa sozusagen, der ganz Gute. Er hat auch die Tür geöffnet für das, was heute die Deutsche Bank in den Untergang treibt, nämlich für das kräftige Beschäftigen mit Investmentfonds. Das hat Herrhausen angefangen. Aber da war beides da. Da war das ganz große globale Gerechtigkeitsdenken. 1985. MTU-Chef Ernst Zimmermann wird das erste Opfer der 3. Generation der RAF. Dann ein Anschlag auf die US-Airbase in Frankfurt. Eine Autobombe tötet 2 Menschen, 23 werden verletzt. 1986 trifft ein Sprengsatz das Auto von Siemens-Manager Karl-Heinz Beckurz. Die Bombe deponiert auf einem Fahrrad am Straßenrand. Diplomat Gerold von Braunmühl, 1986 vor seinem Haus erschossen. 1988 überlebt Staatssekretär Hans Tietmeyer ein Attentat. Alfred Herrhausen ist erschüttert über den Tod der Manager, die er kennt. Ihm ist klar, wie gefährdet er selbst ist. Die Wirtschaft hatte doch ziemlich langsam reagiert. Und erst mit dem Anschlag auf Karl-Heinz Beckurz, dann 86, war ganz klar, die RAF hatte sich die militärischen, wirtschaftlichen Repräsentanten ausgesucht, um ein Signal zu setzen, Symbolfiguren zu treffen, gegen das kapitalistische System vorzugehen. In den 80er Jahren erlebt die private Sicherheitsbranche einen nie gekannten Boom. Reaktionen auf terroristische Anschläge werden trainiert. Hier das plötzliche Vorschießen eines Fahrzeugs, wie bei der Schleierentführung. Alfred Herrhausen fällt in die Gefährdungsstufe 1. Mit einem Anschlag ist zu rechnen. Als Berater von Bundeskanzler Kohl reist er nach Russland, verhandelt mit der DDR über Milliardenkredite. Private Personenschützer werden zu seinen ständigen Begleitern. Herrhausen hatte 4 Personenschützer von der Deutschen Bank, und zwar die ihm in einem Vorausfahrzeug begleitet und in einem nachfolgenden Fahrzeug begleiteten. Jeweils 2 vorne, 2 hinten und natürlich einen Fahrer hatte er in einem gepanzerten Wagen. Das war sozusagen der Personenschutz, der von der Deutschen Bank zur Verfügung gestellt wurde. Und von staatlicher Seite hat man dann eben von der Landespolizei in Hessen ihn in eine Schutzmaßnahme 5 eingeordnet. Das heißt, stündlich fuhren Polizisten des Landes Hessen an seinem Wohnort vorbei und prüften sozusagen die Lage. Zu besonderen Anlässen wird Alfred Herrhausens Schutz noch verstärkt. Man hatte ja öfters politischen Besuch. Das heißt also, dann wurde auch über die Kriminalpolizei ein Innenschutz gefahren und wir als Schutzpolizei haben halt einen Außenschutz gemacht.
Und da muss man dann sagen, da war Herr und Frau Herrhausen sich nicht schade genug, auch mal eine Kanne Kaffee rauszubringen oder zu sagen, kommen Sie doch rein, es ist kalt. Also da kam schon, ich will das jetzt nicht überstilisieren, aber da war schon so ein bisschen Menschlichkeit und das tat einem auch immer wieder gut. 1989 bittet Alfred Herrhausen um ein Gespräch mit Günter Scheicher, Chef der Sicherungsgruppe für staatlichen Personen- und Objektschutz. Es gibt eben in diesem Gespräch eine Unterhaltung darüber, was Herrhausen so samstags, sonntags eben tut. Und er meinte daraufhin, er fährt ihm gern Fahrrad durch den Taunus. Und Herr Scheicher fragt ihn eben so, aber jetzt auch immer die gleiche Strecke. Und da sah man dann schon, wie Herrhausen zögerte und wo er merkte, oh je, ja genau, ich fahre eigentlich immer die gleiche Strecke. Und für Günter Scheicher war das eben damals schon ein Zeichen, das ist lebensgefährlich, wenn Sie das tun. Sie müssen hier Strecken abwechseln, Sie müssen auch begleitet werden. Sie können sich nicht privat einfach ganz frei und alleine durch den Taunus auf immer gleichen Strecken bewegen. 9. November 1989. Die Grenze zur DDR ist offen. Die vorangegangenen Terrorjahre rücken in den Hintergrund vor diesem historischen Ereignis. Alfred Herrhausen spricht sich am 20. November 1989 explizit für die Wiedervereinigung aus. Damals noch ein radikaler Gedanke. Ich fand es interessant, dass er mitten in diesem Taumel eigentlich so ganz realistisch und nüchtern eher auf die Situation geguckt hat, obwohl er sich sehr gefreut hat. Aber er sagte, man weiß nicht, wie es ausgeht, man weiß nicht, wohin es führt, man weiß nicht, wie man das bewältigen wird. Bad Homburg, 30. November 1989. In der Kurstadt im Taunus beginnt ein frostiger Herbsttag. Der 30. November 1989 sollte eigentlich ein Tag werden wie jeder andere. Ich habe meinen Dienst morgens begonnen, 6.30 Uhr. Ja, und so nach 2 Stunden kommt man so ein bisschen in die Ruhe. 8.29 Uhr. Alfred Herrhausen verlässt sein Haus und steigt in seinen gepanzerten Mercedes. Um 8.30 Uhr fährt die Kolonne los Richtung Frankfurt. Herrhausen bereitet sich während der Fahrt auf eine Sitzung vor. Er war in einer furchtbaren Stressphase und in der Bank gab es schwierige Entscheidungen, die anstanden, soweit man weiß. Also es gibt auch die Gerüchte, dass er kurz vor seinem Rücktritt gewesen wäre. Die Autos kommen gut durch. Der erste Berufsverkehr in der Kurstadt hat sich gelegt. Alles wirkt ruhig. Wir sind doch noch vorbeigefahren. Wir haben uns noch mit dem Sicherheitsdienst zugewunken. Ja, alles okay? An diesem Tag nehmen die Fahrer die Route über den Seedammweg. Er hätte einen zweiten Weg über den Quellenweg gehabt, einen anderen Weg durch den Wald Richtung Waldfriedhof, aber der wäre wahrscheinlich noch schlechter zu schützen gewesen. 8.33 Uhr. Ein weißer Lancia biegt von der anderen Seite in den Seedammweg ab und blockiert die Gegenspur. Das spätere Fluchtfahrzeug. 8.34 Uhr. Die Autos passieren ein unauffälliges Fahrrad am Straßenrand. In den Wochen nach dem Attentat rekonstruieren die Ermittler den brutalen Mord. Die Stadt hatte ja den Gehweg vor der Taunustherme mit Pollern abgeriegelt, um dort ein Falschparken zu verhindern. Letztendlich wurde an einen dieser Poller wurde ja ein Fahrrad gestellt, hinten ein Korb. Auf dem Gepäckträger die Bombe. Nachdem das erste Fahrzeug vorbei ist, schaltet sich eine Lichtschranke ein. Herrhausens Wagen passiert die Lichtschranke und löst die Explosion aus. Und die war auch nicht so, dass das ganze Auto explodiert, dass der Fahrer mit drauf geht, ja. Sondern die war so gezielt mit einer Kupferplatte, die da vorgewölbt war, die sich aufgrund der Beschleunigung und des Sprengstoffes so verformt hat, dass sie wie eine Spitze in die Panzerung reinging. Denn die Panzerung hat ja gar keine Chance gehabt. Ja. Das ist alles nach innen weggeplatzt. Und das Auto hebt ab, dreht sich auf und bleibt quer stehen auf der Fahrbahn. Also das war schon enorm. 7 Kilogramm TNT-Sprengstoff auf einer gewölbten Kupferplatte. Durch die Explosion verformt sich die Platte zu einem Projektil und schlägt in die Panzerung ein.
Ein Panzersplitter trifft Alfred Herrhausen am Oberschenkel. Er verblutet. Herrhausen hatte leider so ein gepanzertes Auto, wo er das Fenster runterkurbeln konnte. Und da entstehen immer Schwachstellen in der Panzerung. Das heißt, man hat weichere Schweißnähte, die dann eben im Falle eines solchen Anschlags dann doch brechen. Am Anschlagsort finden die Ermittler Reste des Kabels, das den Sprengsatz mit dem Auslöser verbunden hat, unter dem Asphalt verlegt. Die RAF-Terroristen hatten als Bautrupp getarnt, Anfang Oktober 1989 den Asphalt geöffnet, mit Hammer und Meißel. Die wurden sogar noch angesprochen von Leuten, von Bauarbeitern aus dem Amtsgericht war das, da war eine Baustelle. Sagen, was haben Sie denn da für Material? Wie machen Sie denn den Boden auf? Wollen Sie Werkzeug haben oder so ähnlich? Die Männer verlegen den Sprengdraht unter dem Asphalt und betonieren die Straße wieder zu. Ja, die Frage stellt sich dann natürlich, warum ist uns das nicht aufgefallen? Ne? Das ist eigentlich der Punkt. Ansonsten ist das von der rein technischen Ausführung einfach. Sie legen einen Draht, verbinden den mit dem Sprengsatz und haben irgendwo im Gebüsch lauernd sich einen Platz ausgesucht, in dem sie hinreichend Deckung haben und warten halt auf das Ereignis. Das 86 Meter lange Kabel verläuft locker in der Erde vergraben bis in den Bad Homburger Kurpark. Dort schließen es die Terroristen an den Zünder an. Ein Teil des Sprengdrahts liegt auf dem Gelände der Taunustherme, was möglicherweise einen ersten Attentatsversuch vereitelt hat. Dann gab es ja noch diese Besonderheiten, dass der Hausmeister des Sedambades die Kabel gefunden hat und dachte aber, das seien Drähte, die noch übrig geblieben seien von dem Laternenfest in Bad Homburg. Dann hat sie einfach weggerissen, hat keinem was gesagt, ja, sonst wäre man vielleicht drauf gekommen. Ne? Und die Täter haben es geschafft, sie wieder eben hinzulegen, wieder neu zu verbinden und sozusagen das Attentat peu à peu vorzubereiten. November 1989. Die Attentäter sind wieder am geplanten Tatort. Diesmal getarnt als Vermessungstrupp. Sie justieren die Lichtschranke, die später den Sprengstoff zünden wird. Eine komplizierte Angelegenheit. Der Kontakt zum Reflektor kann durch Vibrationen oder starken Wind gestört werden. Also da kann man sich ein Buch nehmen, nachlesen, in den Keller gehen, mit Autos spielen und machen, denke ich, das geht nicht. Also das muss man trainieren. Ja. Ich denke schon, dass es im Ausland war, dass die das auch trainiert haben, in weiten Flächen, vielleicht Wüsten ähnlich, ja, wo die gesagt haben, so müsst ihr agieren. Die Ermittler fragen sich, woher hatte die RAF das Fachwissen für solch einen Hightech-Anschlag? Die erste Generation der RAF lässt sich von der palästinensischen Guerilla PFLP ausbilden. Beide Gruppen stehen sich ideologisch nahe, sind marxistisch-leninistisch orientiert. Die erlernte Technik setzt die RAF das erste Mal 1979 in Belgien ein, gegen den amerikanischen General Alexander Haig. Bei dem Anschlag im Sommer 1979 auf den NATO-General Haig hat die RAF ihr Wissen aus dem Ausbildungslager im Jemen umgesetzt. Und zwar wie folgt. Man hat Sprengstoff, der aus Italien eingeschmuggelt worden war, in einen Kochtopf gegeben. Man hat diesen Kochtopf unter einer Straßenrampe, die über eine Brücke führte, vergraben, um ihn nicht sichtbar zu machen, hat eine verdeckte Leitung von diesem Topf nach außen gelegt und über ein ungefähr 60 Meter langes Kabel zu einer Zündstelle, einem Schalter und einer Batterie, die per Hand ausgelöst werden konnte. Zur Vorbereitung des Attentats hatte die RAF das Fahrzeug gefilmt, Geschwindigkeit und Auslöseverzögerungen berechnet. Die Bombe zündet zu spät. General Haig wird nur leicht verletzt. Nächster Anschlag wieder auf ein Auto. 1981 in Heidelberg. Mit einer Panzerfaust schießt ein Terrorist auf die gepanzerte Limousine von US-General Frederick Crozen.
beim Schießen mit der Panzerfaust, das auch im Jemen 1979 geübt worden ist, muss berücksichtigt werden, dass das Fahrzeug, das beschossen wird, sich bewegt und dieses Geschoss, das aus der Panzerfaust abgefeuert worden ist, hat das gepanzerte Fahrzeug von General Größen nur im hinteren Bereich getroffen. Die Terrortechniken der RAF sorgen international für Aufsehen. Jahre nach dem Attentat auf Herrhausen kontaktiert der amerikanische Journalist David Crawford Autorin Tanja Langer. Er hat Dokumentationen über Attentatsvorbereitungen in Stasi-Unterlagen gefunden. Unter anderem Experimente mit fernausgelöstem Sprengstoff, mit Lichtschranken als Auslöser. David Crawford war einer der ersten, die auch untersucht haben, wo waren die Verbindungen zwischen der RAF und der Stasi. Und der hat mir dann auch Unterlagen zukommen lassen, wo er zum Beispiel diese Experimente, die Mielke gemacht hat mit diesen Lichtschranken, bei denen dann Autos explodierten, hat zukommen lassen. Und ich habe die dann selber auch noch mal weiter recherchiert. Ein Stasi-Lehrgang von 1982 beschäftigt sich explizit mit der Sprengung eines selbstfahrenden Autos, ausgelöst durch einen elektrischen Kontakt. Nach monatelanger akribischer Vorbereitung ist die Präsentation vor Stasi-Chef Erich Mielke ein voller Erfolg. Aber als der Genosse Minister startete, der Wartburg sich in Bewegung setzte, nach Sekunden in Flammen aufging, hatten wir Freudentränen in den Augen, weil sich die Mühe gelohnt hatte. Dieses von der DDR-Staatssicherheit gesprengte Fahrzeug könnte man fast für den Herrhausen-Mercedes halten. Das war eine perfide Art der Bombe, aber es war technisch gesehen keine neue Art von Bombe. Ich gehe davon aus, dass diese Art von Sprengladung auch erlernt worden ist von RAF-Mitgliedern in der DDR oder sogar schon in diesem Lager 1979 im Jemen. Die beim Herrhausen-Attentat verwendete Kupferplattentechnik wird im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Aber wer hat die Herrhausen-Bombe so konstruiert? Augenzeugen sehen die Attentäter noch weglaufen. Danach tauchen sie ab. Vom Anschlag zu sehen, dass sich es gemacht, dass es gelungen ist, das werden die sicherlich sehen. Dann der Fußweg, den die benötigen zum Fahrzeug, der in der Nähe abgestellt ist. Dann die Flucht über den Europakreisel in Bad Homburg auf die Autobahn Richtung Frankfurt. 5 Minuten. In einem 20 Kilometer Radius fahnden alle verfügbaren Einsatzkräfte nach den Flüchtigen. Nach einer Stunde bricht der Verkehr im Raum Frankfurt zusammen. Am Nachmittag geht auch im 40 Kilometer entfernten Mainz nichts mehr. Es wurde vor Ort an diesen Kontrollstellen jede Person erfasst, gegebenenfalls auch Fahrzeugpersonen durchsucht. Daran zweifelten wir und sagten, man möge doch auf selektive Kontrollen umschalten. Salopp gesagt, um nicht die 95-jährige Großmutter zu kontrollieren. Und dann kam auch der Funkspruch, hier ist Bali, hier ist Bali, das war das BKA. Es ist nicht unsere Philosophie, zu diesem Zeitpunkt auf selektive Kontrollen umzuschalten. Bis zum späten Abend hält das BKA an den engmaschigen Kontrollen fest, ohne Erfolg. Die Bundeswehr wertet Luftaufnahmen aus und entdeckt den Fluchtwagen in Frankfurt. Er ist als gestohlen gemeldet. Von den Tätern keine Spur. Kein Hinweis, kein Indiz bringt die Ermittler weiter. Alle Fahndungen verlaufen im Nichts. Dann meldet sich der abgeschaltete V-Mann Siegfried Nonne. Er wisse, wer die Täter seien. Nonne war ehemaliger V-Mann des hessischen Verfassungsschutzes. Er war psychisch problematisch, so möchte ich es mal ausdrücken. Ein solcher Hinweis kann aber nicht vernachlässigt werden. Er hat sich im Übrigen schon wenige Tage nach dem Anschlag bei seinem früheren V-Mann-Führer gemeldet. Er wolle ein Treffen, er hätte was Wichtiges zu sagen. Dieses Treffen kam leider da nicht zustande, weil Nonne krank war und in ärztliche Behandlung sich begeben musste und erst im Sommer 1991 ein Gespräch mit dem Verfassungsschutz stattfand. Der Informant nennt Namen.
beschuldigt die gesuchte RAF-Terroristin Andrea Klump und einen abgetauchten mutmaßlichen Terroristen Christoph Seidler. Wir Ermittler haben ihn später wochenlang vernommen, alleine mit dem Bundeskriminalamt, mit dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes, und haben ihn begutachten lassen von einem Psychiater und einem Psychologen. Und das Ergebnis war kurz zusammengefasst, was er erzählt über die Beteiligung von Christoph Seidler und Andrea Klump an dem Anschlag, ist plausibel. Im September 1989, so der ehemalige V-Mann, bitten Seidler und Klump ihn um Hilfe bei der Attentatsplanung. Er habe den Tatort ausspioniert und Fotos gemacht. Außerdem habe er die Straßenbaukleidung besorgt. In seiner Wohnung hätten zwei weitere Täter gewohnt, die er nur als Stefan und Peter kenne. Fahndungs- und Phantombilder werden veröffentlicht und an alle Polizisten verteilt. So sah das damals aus. Das waren die Hilfsmittel, die wir hatten. Das hatte jeder Kollege einstecken. Da war jeder aktuell gesuchte Terrorist drauf. Und dann hat man halt versucht, diese Karten dann aktuell zu halten. Wir hatten die teilweise dann, wenn jemand größer oder kleiner war, hatten wir die sogar an die Wand gepinnt, dass man sagte, aha, die Person ist so groß, die andere ist vielleicht ein bisschen kleiner. Dann meldet sich die RAF zu Wort. Wir hatten nie Kontakt zu dem VS-Spitzelnonne. Dieser Mist, wir hätten bei ihm vor der Aktion gegen Herrhausen gewohnt. Er, der Spitzel, hätte vorher von der Aktion gewusst und sogar bei der Vorbereitung geholfen, ist nichts anderes als die Lügenkonstruktion bundesdeutscher Geheimdienste, mit der konkrete Ziele verfolgt werden. Der V-Mann widerruft seine Aussage im Juli 1992. Der Verfassungsschutz habe ihn unter Druck gesetzt. Dann widerruft er den Widerruf, die Journalisten hätten ihn unter Druck gesetzt. Am 22. November 1996 stellt sich der als Terrorist gesuchte Christoph Seidler der Bundesanwaltschaft. Er sei zum Tatzeitpunkt im Libanon gewesen. Das Ergebnis dieser forensischen Wahrheit, was kann nachgewiesen werden in Sache Nonne, war, dass seine Aussagen nach diesem Geständnis, Widerruf, Widerruf des Widerrufs und vor dem Hintergrund der Einlassungen der beiden damals Beschuldigten, Klump und Seidler, keinen Bestand haben kann und die Ermittlungsverfahren gegen Klump und Seidler wegen des Anschlages auf Alfred Herrhausen wurden dann später eingestellt. Andrea Klump wird 2004 wegen Beteiligung an einem Anschlag in Budapest zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. In den 90er Jahren geht der linke Terror weiter. Staatssekretär Hans Neusel überlebt einen Anschlag der RAF. Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder wird 1991 von einem Heckenschützen in seinem Arbeitszimmer erschossen. 1993 der letzte Anschlag der RAF auf den leeren Neubau der JVA Weiterstadt. 27. Juni 1993, Bahnhof Bad Kleinen. Ein Einsatzkommando der GSG 9 stellt die mutmaßlichen Köpfe der dritten RAF-Generation. Wolfgang Grams wird beim Schusswechsel getötet. Birgit Hogefeld festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Hogefeld könnte Licht in den Fall Herrhausen bringen, aber sie schweigt. Bis heute. Nach ihrer Verurteilung fordert sie die Auflösung der RAF, die 1998 lapidar per Fax bekannt gegeben wird. Für die Ermittler nur ein kleiner Erfolg. Ich glaube nicht, dass man die RAF zerschlagen hat. Die ist zerfallen, weil die Zeit über sie hinweggegangen ist. Der RAF fehlte das Umfeld, in dem sie sich in der ersten und zweiten Generation noch einigermaßen hatte wohlfühlen können. Dieser kriminelle Laden ist schlichtweg ausgetrocknet. Noch immer leben ehemalige Terroristen im Untergrund. Inzwischen im Rentenalter begehen sie Überfälle, offenbar um sich Geld zu beschaffen. Ein Überfall auf einen Supermarkt und ein gescheiterter Raubversuch werden den untergetauchten Ex-RAF-Mitgliedern Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg zugeschrieben. Ich denke aber, dass das nichts mehr mit Terrorismus zu tun hat. Die nutzen ihre Kenntnisse
um sich am Leben zu halten, ja, und um sich eben nicht offenbaren zu müssen, weil sie natürlich genau wissen, was dann passiert. Dass man nicht rankommt an sie, dass sie nicht greifbar werden, das ist das, was ein Ermittler nicht befriedigen kann. Ne? Im Laufe der Terrorjahrzehnte werden viele Mitglieder der RAF gefasst, verurteilt und wieder freigelassen. Doch keiner packt aus. Viele Attentate bleiben bis heute ungeklärt. Ich verfolge jetzt RAF-Taten, seitdem ich Journalist bin, seit 33 Jahren. Ich hatte mir erwartet oder erhofft, dass RAF-Täter in der letzten Phase ihres Lebens, in der sich jetzt alle befinden, das sind ja jetzt alle jenseits der 75 und der 80, irgendwann auspacken und das Bedürfnis empfinden, so eine Art Testament abzulegen. Es ist bislang nicht dazu gekommen. Alfred Herrhausen war das 32. Todesopfer der RAF. Ein Bankmanager der Widersprüche. Vom NS-Elite-Internat zur Nummer 1 der deutschen Bankenwelt. Befürworter des Turbokapitalismus, der sich gleichzeitig für die Entschuldung der Dritten Welt einsetzte. Ich glaube, dass Alfred Herrhausen jemand war, der Ideale hatte. Der hat sich vielleicht manchmal verrannt. Das kann man im Nachhinein immer toll beurteilen. Jeder weiß es dann besser. Aber er hatte Ideale. Und die, egal ob er die als Banker sozusagen realpragmatisch durchgesetzt hat, da kann man auch vieles anzweifeln und kritisieren, aber es war verbunden mit einem Wunsch, Dinge besser zu gestalten. Und das habe ich ihm immer abgenommen, dass das so war. Die erfolglosen Ermittlungen und die technische Perfektion des Anschlags wecken bis heute Zweifel. Steckt tatsächlich die RAF hinter dem Attentat auf den Bankmanager? Die Theorien reichen von ausländischen Geheimdiensten bis zu Terrororganisationen. Viele wollen der RAF so einen sorgfältig ausgearbeiteten Anschlag nicht zutrauen. 2007 bezieht ein Ex-Mitglied Stellung. Hier nochmal klipp und klar. Die RAF war verantwortlich, unter anderem für die Aktionen gegen Alfred Herrhausen, Gerold von Braunmühl und Detlef Rohwedder. Wäre es nicht so, hätte es selbstverständlich umgehend Richtigstellungen gegeben. Schon aus Gründen der politischen Klarheit. Ich würde auch gerne wissen, wer es war. Das hat jetzt weniger mit einer Neugierde zu tun, sondern um dieses Kapitel. Meine Betroffenheit ist natürlich verschwenderisch gering gegenüber der Familie Herrhausen. Aber irgendwo, ich würde es auch gerne, wie wahrscheinlich die Familie Herrhausen, abschließen und sagen, okay, der oder die waren es. Das Ermittlungsverfahren im Mordfall Herrhausen läuft bis heute gegen Unbekannt.